Honghu Chinatown am Park. Echt jetzt? Das kann ich wieder Tag machen. Boah, nee. Really? Warte. Changzhou Lilala. Ich muss erstmal zur Unterkunft. Wieso laufe ich dahin? Ich kann es mir schneller. Ja, mich schneller drum kümmern. Viel schneller. Also ich muss. Den Ort kann ich mir leicht merken, wo ich da hochklettern muss. War hier, nee, das war hinten. Ach, deine Kistenfuzzi ist vorbei. Where you going? Da. Yo. Hey, was geht? Hey, was? Warum sollten wir sowas klauen? Eins ist sicher, wir waren es nicht. Oh, da wir gerade beim Thema sind. Auf der Straße munkelt man, dass eine Gruppe von 5 halbstarken nichts Gutes im Schilde führt. Wenn sie eine Bedrohung für die Gesellschaft sind, solltest du ihnen eine Lektion erteilen. Sprich mit Rebecca vor dem Gebäude der Masters Foundation am Tag. Hä? Das ist das, das ist das. Fahre ich da mal hin? Ist ja nah dran. Ist jetzt was anderes. Ist Spezialeinheit. Zeug. Ne, das ist Rebecca. Das passt ja. Wer zum Teufel bist du? Ach Mist, jetzt ist die Katze wohl aus dem Sack. Ach, so war's es. Ja, okay, hab's verstanden. Entschuldigung für den Diebstahl des Schildes. Es tut uns echt leid, ehrlich. Wenn du das Schild zurückhaben willst, gehört es dir. Wirklich? Diebstahl ist in dieser Stadt kein Mittel zum Zweck, sondern der Zweck selbst. Okay. Wir haben uns entschuldigt und das Schild zurückgegeben. Was soll dieser Ausdruck auf deinem Gesicht? Du wirst doch nicht auf jemanden losgehen, der nicht mal versucht, sich zu wehren, oder? Ich hoffe, du kannst das Schild bald seinem Besitzer zurückgeben. Man sieht sich. Okay. Die sind einfach weg. Hat denn hier keiner irgendwelche Pfeifen oder so? Was sind alles Pfeifen? Er schon wieder. Kannst nicht mal auf dem Bürgersteig laufen, weil die alles blockieren, die Idioten. Laufe ich auf der Straße, behindere ich den Verkehr. Auch gut. Kann man ja mal machen. Hier, ich habe dein Schild. Du hast das Schild gefunden, ja, großartige Arbeit. Ein paar Halbstarke steckten dahinter. Soll das ein Witz sein? Deswegen hatte ich solche Angst. Wie auch immer, ich werde die Bushaltestelle im Eiltempo einrichten. Nochmals vielen Dank. Wahoo. Wo sind wir denn hier? Warum hier? Da unten ist doch schon gut. Bayside Park Street. Ein Park, naja. Gut, dahin. Umdrehen.
Hier ist ein Symbol, aber hier ist keiner. Soll das so sein oder ist das ein Fehler? Melde dich bei Alfred. Na gut, das ist, was ich suche, aber auch was anderes. Unten, ich muss nach unten. Ach so. Ich wollte schon sagen, das sollte nicht so sein, doch ich muss hier runter. Ups, stimmt, der war ja hier. Alles erledigt? Schau an, ich wusste, dass du die Richtige bist. Nun gut, erlaube mir von vorne anzufangen. Ich möchte dir im Namen der Spezialeinheit Delta Red danken. Wieso war es klar, dass wieder was mit Delta kommt? Wir sind in Großbritannien ansässig. Wenn du mal dagegen bist, kannst du gern Hallo sagen. Wer weiß, vielleicht triffst du ja sogar meine Kommandantin. Was hoffentlich nicht Yuri ist. Could it be? Soll ich mal... Ich kann mal. Einfach aus Neugierde mal dahin fliegen. Oh, jetzt sind hier auch mal Leute. Und eine Sequenz. Cammy! Ja, natürlich, England, Cammy, ist doch klar. Du gehörst zu dieser Organisation, oder? Nicht Yuri. Cammy. Oh, wie kann ich sie vergessen? Wie mit Blanca, das geht doch gar nicht. Sie hat kurze Haare, oder wie? Wo sind deine schönen Haare? Frechheit. Die schönen Haare sind weg. Dieser tolle, ewig lange Zopf. Oha, die Level, die Stufen hier sind... Ah, Alfred, hier ist er ja. Hey du, was hast du denn? What can I get for you? Nein. Oh Gott, was soll das denn? Lächerliche Klamotten. Fish and Chips, Scones, Stargazy Pie. Schottisches Ei. Muffin Frühstück Sandwich. Schinken, Ei und Käse zwischen zwei Hälften eines englischen Muffins. Ja. Okay. Was haben wir da? Bonbons. Trittbooster. Nehme ich mal, auch wenn es teuer ist. Fighters Gum, habe ich schon zwei von. Thank you. Please come again. Eine Prepaid-Karte. Siege ohne ausgerüstetes Schuhwerk. Was ist eine Prepaid-Karte? Wenn er mit seinem Rucksack kämpft, habe ich Angst vor dem. Könnte das Ding ja als Waffe benutzen. Oh. Nee. Falscher. Ich brauche Objekte. Mein Gott. Ich komme hier nie mit dem Menü zurecht. So. Benutzen. Danke. Cammy? Du hast bemerkt, dass ich dich beobachte, was? Entschuldige, falls ich dich beleidigt habe. Nö. Das ist eine der Angewohnheiten, die mit diesem Job einhergehen. Wenn ich jemanden mit Kampfsporterfahrung sehe, kann ich nicht anders, als genauer hinzusehen. Alles gut, entschuldige die Störung. Was ist es? Sonst noch was? Bring mir bei, wie man sich so bewegt. Ich möchte von dir lernen. Wait a sec. Wovon redest du? Oh.
Ich habe deine Wahrnehmungsfähigkeit unterschätzt. Wie fahrlässig von mir. Okay, ich werde dir ein paar Dinge beibringen. Wir treffen uns morgen hier, vor Sonnenaufgang. Don't hesitate. I'm ready when you are. Wasting your strength. Hit fast and with finesse. Ich vermisse ihre Haare, Mann. Ich habe meine Techniken im Live-Kampf gemeistert. Meine Lektionen werden dich nicht weit bringen. Du solltest praktische Erfahrungen sammeln. Bitte unterrichte mich weiter, Meisterin. Meisterin? Moment, du hast noch nicht genug? Ja, Meisterin. Nun gut, da du so hartnäckig bist. Zu deinem Glück habe ich noch Zeit bis zu meiner nächsten Mission. Eine kleine Lektion kann nicht schaden, schätze ich. Juhu! Du lernst jetzt von Cammy. Spiral Arrow, jawohl. Cool. Cannon Strike. Moment, war der nicht eigentlich anders? Von unten nach oben? Nee, halt. Darf ich damit prahlen? Womit? Ah. Triff andere Kampfsportler, erlerne mehr Techniken. Das sind alles Daten für deine wachsende Kampfdatenbank. Aber erledige deine Analyse immer im Voraus. In einem echten Kampf wird dir die Zeit dafür fehlen. Oh, cool, dass ich hergekommen bin. Jetzt wirst du unsere Anführerin treffen. Wuhu. Folgenden Titel erhalten, Jahrgangsbeste. What is it? Was ich hier mache? Gute Frage. Ich habe dich zwar eingeladen, aber ich hätte nie gedacht, dass Cammy dich derart das Herz schließt. Oh. Man könnte sagen, dass ich dich beobachte, um sicherzustellen, dass du unseres Vertrauen würdig bist. Aber kein Grund, defensiv zu werden. Ich passe nur auf meine Chefin auf. Glaub mir, die kann auf sich selbst aufpassen. Da bin ich mir sicher. Du bist also diejenige, die Cammy überprüfen möchte? Es ist ein wenig so, als wärst du eine Katze, bei der Cammy nicht ertragen kann, wie sie sich davonschleicht. Und als sie erfuhr, dass du deine Krallen schärfen willst, konnte sie wohl nicht anders, als dich zurückzuholen. Das ist nett umschrieben. Cool. Ja, ich muss zurück. Nee, halt. Nein. Pete Square. Zuerst muss es Nacht werden. Ich habe auch jetzt erst gesehen, dass da an der Seite die Meister angezeigt werden, die man hier noch finden kann. Also 4 Stück gibt's hier noch. Ich nehme mal an, Ken ist einer davon. Weil das Turnier, vielleicht diese Hager da auch noch. Kann ich mir zumindest vorstellen. Honda. Jawohl, dahin. Ich bin ein bisschen davor graut. Habt ihr hier irgendwas für mich, was nützlich ist? Metallisches Färbemittel. Nicht wirklich. Also nicht das, was ich haben würde wollen. Och, was ist denn hier los? Komme ich hier auch anders rein? Ach, egal. You lost or something? Oh. Du bist auch in der dritten Runde, richtig? Wer sie gewinnt, kommt in den Hauptteil des Novizenliga-Turniers. Okay. I'll get you!
wollte ich gar nicht. Alter, du blöde Sau. Hallo, mach doch nicht mal denselben Scheiß. Ich block doch. Kann doch nicht sein. Mann, fick dich, Junge. Ich kann cheesy kämpfen. Ich hab Zeit. Oh, dieser Scheißblöde. Alter, du nervt mich. Ich brech dir gleich dein Bein, du blöde Sau. Das gibt's nicht. Mann, Alter, ich brech dir dein Drecksbein. Mann, fick dich, du fette Sau. Ey, langsam reicht's mir hier. Ich will nicht wissen, was im Turnier passiert. Nee, du sagst. Hätte ich nur diesen Tritt gelernt. Etwas anderes als treten kannst du auch nie. Mann. Glückwunsch, hast du die Vorrunde überstanden. Ich fühle mich, als hätte ich schon das Finale gewonnen. Bitte melde dich für das Hauptturnier im Stadion an. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Bollwerk-Bonbons. Wo kommt denn der mit dem Ding daher? Also, hey, wenn du Turniere gewinnen willst, reicht konventionelles Training nicht aus. Das weißt du, Influencer-Depp. Wenn du in der Stadt unterwegs bist, triffst du Leute, die nicht nur Glück im Leben hatten. Rede mit solchen Leuten. Noch etwas, grüß die Typen mit den Bus-T-Shirts. Hast du sie irgendwo gesehen? Du weißt schon, die mit den schicken gelben und schwarzen Dias. Schreib erstmal deinen Roman. Man muss doch nicht für jeden Satz und Wort irgendeine neue Nachricht schicken. Meine Fresse, Alter. Was stand da? Ich soll abonnieren? Ich schmeiß gleich das ganze Handy weg mit deiner scheiß Nummer drin. Du weißt schon, die mit den schicken gelben und schwarzen Designs, ja. Die meinen es ernst. Es kommt bestimmt was Gutes dabei rum, wenn du mit ihnen redest.
Hat dich dieser Foodtuber je in Irre geführt? Vertrau mir. Es wird dein Leben viel einfacher machen, das verspreche ich dir. Oh, und wenn du schon dabei bist und du dich wohltätig fühlst, sag ihnen, sie sollen mich liken und abonnieren. Halt deine Fresse. Mach guten Content, dann abonniert man dich schon. Wer nicht, hast es nicht anders verdient, dass du nichts bekommst. Aber ja, man wird heutzutage mit jeder Scheiße abonniert. Und die, die sich Mühe geben, gucken in die Röhre. Gefühlt. Hauptsache, man macht sich zum Vollhorst oder macht die blödesten Challenges. Aber naja. So. Jetzt kann ich schon wieder... Wieso gibt's hier keine Unterkunft? Oder habe ich nur noch keine gefunden? Stadtgefahren-Seminar. Achso, neue Sachen. Ich muss erstmal schlafen. Wo ist die Unterkunft? Kann man die mal markieren? Da. Ach ja, boah Gott. Kann man die markieren? Es ist ja das Kronensymbol für die Quest. Ich will dieses blöde Turnier nicht machen. Ich mag das nicht. So. Statisten. Stufe 20. Listen to this. Ich weiß, es kommt etwas plötzlich, aber ich habe eine Bitte. Ich bin auf der Suche nach großen, hübschen Jungs mit bezaubernden Augen, die an Hundewelpen erinnern. Und die schon immer davon träumten, in Frankreich kopfüber auf den Boden geschleudert zu werden. Was? Du hast nicht zufällig jemanden gesehen, der auf diese Beschreibung passt, oder? Nein, warum auch? Von mir aus sollen sie ein Schwein in einen Judo-Gi stecken. Was ist mit dir? Hast du ein Judo-Gi? In Frankreich? Ein Schwein? Bitte nochmal auf Deutsch, für mich zu verstehen. Ich soll was kaufen. Ich soll dieses Judo-Ding kaufen. Habe ich recht? Gi. Ausrüste verliere ich die ganzen Werte von Blankas Kostüm. Ich hab's. Hab ich jetzt noch an? So. Hast du ein Judo-Gi? Hab ich doch. Was willst du von mir? Hä? Sag mal nicht, mir fehlt noch was. Eine Hose, wa? Geht das Geld hin? Thanks for stopping by. Das hart verdiente Kackgeld geht dahin. Wow. Hold on. Meine Güte, das ist nicht mal ein Gi, den du da trägst. Es ist zwar nicht ideal, aber er könnte reichen. Ich habe 10.000 Zenny dafür ausgegeben. Wenn ich die Augen zukneife und blinzel. Wenn du bereit bist, gib mir einfach Bescheid. Then... Wir sind auf dem Weg nach... Ja. Moment mal, ist das der, ich weiß es nicht, wie er heißt. Drone cam is rolling. In 3, 2... Hä? Oh, Crepe. Oh, lecker. Ich tanze aber nicht, vergesst es. Thank you.
Lady Gaga? Nee. Wer ist sie denn? Oh. Manon. Oh, oui, oui. Oh, cool. Allez, salut. Okay, cool, die gefällt mir. Ich bleib hier. Ich bleib hier für immer. Ist das dein erster Auftritt vor der Kamera? Deine Bewegungen sahen furchtbar aus. Allerdings scheinst du dich mit Kämpfen auszukennen. Kampf ist unser Weg, dich als Neuankömmling willkommen zu heißen. En garde. Oh. Ich habe nicht mal mit dir gesprochen. Der war gut. Nein! You okay? Werd dir mal nicht kocke, junge Frau. Diese Musik. Oh, cool. Dieser Hintergrund, ich bin verliebt, ich bin verliebt. Komm mal, Julie. I'm off, bye. In Frankreich wird gleich geboxt, da wird nicht lang gewartet. Klar, er rennt mir noch hinterher. Oh, dieser Krepp da, der Große. Ich bin total abgelenkt. Die Musik, der Hintergrund, alles cool. Diese Werferei, du blödes Arschloch. Willst du mich jetzt... Geh mal weg. Café Elixir de Nuit. Okay. Das Elixir der Nacht. Habe ich doch gewusst, du bist ziemlich gut. Wenn du Manon treffen willst, musst du einfach mit Oscar sprechen. Ah, du bist eine der Statistinnen. Wir wissen deine harte Arbeit sehr zu schätzen. Du hast all die Würfe wirklich hervorragend eingesteckt. Ja, super, ich war der Boxsack. Wie bist du? Du willst etwas von Manon? Kommt nicht in Frage. Keine Autogramme, keine Fotos. Manon ist kein billiges Boulevard-Pin-Up, das für Geld zu allen bereit ist. Das habe ich nicht gesagt. Deine Arbeit als Statistin befugt dir nicht, dich ihr zu nähern. Okay. Manon ist sehr busy. My apologies. You weren't bad at being thrown around, that is to say. You must have enjoyed it. You came to be thrown again, yes? Am I mistaken? Could it be that you won't be satisfied until you do some throwing yourself, too? No need to be shy. What? You can try it slow, huh? Sorry about that. I just can't resist such an opening. Throwing is all about position and timing. If you haven't got a feel for it yet, perhaps you and I should go another. Und sie hat diesen herrlichen, diesen französischen Dialekt da drin. Den Akzent. Richtig cool. Ha!
Ich habe ja befürchtet, die redet klares Englisch.